Auch wenn sich die Abstriche nicht bestreiten lassen, sind Einsteiger-Smartphones eine ernstzunehmende Option für Sparfüchse. Wir zeigen euch die besten Einsteiger-Handys aus 1287 Tests. Dafür haben wir Tests und Meinungen ausgewertet und zu einer Gesamtnote verrechnet. Hi und willkommen auf unserem Kanal. In der Preisklasse unter 200 Euro findet ihr fast ausschließlich Android-Smartphones, was den direkten Vergleich der Geräte vereinfacht und die Vergleichstests der Testmagazine besonders aussagekräftig macht. In den Tests werden generell dieselben Wertungsschwerpunkte gesetzt wie bei Smartphones der Mittelklasse und Oberklasse, weshalb die Noten für die Einsteiger-Smartphones meist schwächer ausfallen. Wir beobachten aber, dass die Einsteigerklasse immer näher an die Bewertung der Mittelklasse bis 350 Euro heranrückt. Verantwortlich dafür sind vereinzelte Preisbrecher, die das übliche Niveau der Klasse übertreffen, was wiederum dazu führt, dass andere Hersteller ihre Standards heben bei gleichbleibenden Preisen. Natürlich kann ein Smartphone für 100 bis 200 Euro nicht in allen Belangen mit teuren Handys mithalten. In Tests kristallisieren sich klare Schwachpunkte der Klasse heraus. Die Kameras versagen bei ungünstigen Lichtbedingungen und bieten oftmals nur schwache Sensoren, die auch bei gutem Licht Fotos unscharf oder verfälscht wirken lassen. Hinzu kommt ein deutliches Bildrauschen, das aber viele Geräte mit Softwarefiltern zu mindern wissen. Die Displays erreichen inzwischen hohe Auflösung. In Tests fallen sie aber immer wieder durch eine recht geringe Leuchtkraft auf, was einem das Ablesen an sonnigen Tagen erschwert. Die Leistung von Prozessor, Grafikchip und Arbeitsspeicher wird bei den meisten Einsteigergeräten für ausreichend befunden, denn Alltagsaufgaben wie Messaging, E-Mails und die Nutzung sozialer Netzwerke bewältigen die Geräte ohne große Einschränkung. Kompromisse müsst ihr erst bei anspruchsvolleren Anwendungen und Spielen machen. Die Speicherausstattung fällt häufig knapp aus, zumal Android und die vorinstallierten Apps einen Großteil des verfügbaren Speichers belegen. Fast alle Einsteiger-Smartphones können per Speicherkarte erweitert werden. Diese belegt allerdings häufig den zweiten SIM-Steckplatz. Bevor wir jetzt zum Ranking kommen, möchte ich dich darum bitten, falls dir das Video bis hierhin schon gefallen hat, ein Like dazulassen und verrate uns in den Kommentaren, was wir besser machen sollten. Und wenn du schon dabei bist, vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Dann wirst du keinen unserer kommenden Vergleiche verpassen. Und hier kommt jetzt das Ranking. Wir starten mit einer Gesamtbewertung von 4,6 von 5 Sternen. Das Motorola Moto G31. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 160 Euro. OLED-Display und ein starker Akku im biederen Gewand. Stärken sind das OLED-Display mit Full-HD-Schärfe, der große Akku, der für rund 2 Tage Laufzeit sorgt, der Speicher, der um bis zu 1 TB erweiterbar ist, dafür ist eine separate Speicherkarte nötig, und der faire Preis. Schwächen sind, die Kamera schwächelt bei schwierigeren Bedingungen stark, die eher schwache Performance beim Spielen und das altbackene Design. Mit dem Moto G31 hat Motorola ein weiteres Gerät auf den Markt gebracht, das sich preislich noch knapp in der Einsteigerklasse einordnen lässt. Allerdings ist das rund 200 Euro teure Smartphone weitaus besser ausgestattet als die etwas günstigeren Ableger, so dass dieses Modell bereits klar Mittelklasse-Luft schnuppert. Optisch wirkt das Gerät gar nicht so interessant. Der Rahmen um das Display ist ziemlich dick geraten und die Rückseite wirkt durch den Kunststoff dem Preis entsprechend. Allerdings steckt in diesem Smartphone für den Preis erwähnenswerte Technik. Ihr bekommt hier für 200 Euro ein OLED-Display, das in scharfem Full HD auflöst. Klar, dass das Display dann bei 60 Hz beschränkt bleibt, für den Preis ist das aber logisch. Die Leistung des Chipsatzes ist nicht besonders hoch. Zum Spielen sollte es meist noch reichen. Während Asphalt 9 weitestgehend ruckelfrei über die Bühne geht, sind Titel wie Call of Duty Mobile selbst auf niedrigeren Grafikeinstellungen beinahe unspielbar. Für die tägliche Android 11-Nutzung reicht die Leistung aber völlig aus. Der Speicher fällt nicht besonders groß aus, lässt sich aber dank einer bis zu 1 TB großen Speicherkarte erweitern. Kameratechnisch bewegt sich das Moto G31 im üblichen Segment dieser Preisklasse. Sie verspricht datenblatttechnisch viel, kann aber nur wenig. Wenn ihr die Hauptkamera verwendet, kommen recht ansehnliche Fotos heraus, solange es hell ist. Im Dunkeln verwackeln Fotos regelmäßig und die Kontraste sowie das Rauschverhalten brechen völlig ein. Die Ultraweitwinkellinse performt noch schlechter und überzeichnet Fotos.
Insgesamt arbeitet das Smartphone nicht besser als andere Modelle in diesem Preisbereich. Weiter geht es mit dem Realme C35 und der Gesamtwertung 4,6 von 5 Sternen. Zum Zeitpunkt des Tests startete der Preis bei rund 200 Euro. Einstiegshandy mit Triple-Kamera. Stärken sind: das Schnellladegerät ist inklusive der überdurchschnittliche Akku und der Kopfhöreranschluss. Schwächen sind: es kann kein 5G. Mit dem C35 von Realme wächst der unübersichtliche Markt der Einsteiger-Smartphones um ein weiteres Gerät. Für den Preis von rund 200 Euro gibt es einen 2 GHz Octa-Core-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz. Das große 6,6 Zoll Display löst mit 2408x1080, also Full HD Plus Pixeln auf, eine durchaus überraschende Herstellerentscheidung für diese Preisklasse. Allerdings ist das Display nicht besonders hell, wodurch auch die Farben nicht brillant wirken. Das Gerät hat trotz des schlanken Gehäuses einen richtigen Kopfhöreranschluss und eine Dreifachkamera auf der Rückseite. Diese bietet eine 50-Megapixel-Hauptkamera sowie eine Porträt- und eine Makrolinse, die jedoch jeweils mit nahezu nutzlosen 2 Megapixel auflösen. Außerdem gibt es Dual-SIM und einen Slot für die Speichererweiterung per Micro-SD-Karte. Der Akku fällt mit 5000 mAh für diese Geräteklasse leicht überdurchschnittlich aus und lässt sich mit dem bereits beiliegenden 18 Watt Ladegerät schnell laden. Leider beherrscht das C35 noch nicht den zukunftsweisenden Funkstandard 5G. Wir haben euch übrigens alle vorgestellten Handys für noch mehr Details unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt kommen wir zur Gesamtwertung 4,7 von 5 Sternen, dem Realme C31. Zum Zeitpunkt des Tests startete der Preis bei ca. 150 Euro. Nicht nur preislich Einstiegsniveau. Stärken sind: das schicke Design, die ordentliche Akkulaufzeit und es ist günstig. Schwächen sind: die dürftige Kamera, das mäßige Display, der Akku lädt nur langsam und das träge Wi-Fi. Das neueste Einstiegssmartphone aus dem Hause Realme hört auf den Namen C31. Es kostet rund 130 Euro und ist damit im äußerst kompetitiven Marktsegment angesiedelt. Das C31 sieht schick aus und kommt in einem flachen Gehäuse. Dank des fast 5000 mAh großen Akkus steht das C31 einen Tag bei normaler Benutzung mühelos durch. Doch nun zur Kehrseite. Wie bei dem Preis kaum anders zu erwarten, ist die Leistung der Kameras alles andere als überragend. In perfekt ausgeleuchteten Situationen erfüllt die Hauptkamera ihren Zweck, ansonsten werden die Bilder meist etwas unscharf oder verwackeln. Doch auch das Display ist dunkel und löst nur mit 720x1600 Pixeln auf. Eine Schnellladefunktion fehlt und das C31 beherrscht nur Single-Band-Wi-Fi, wodurch das Surfen etwas träge wirkt. Für einen geringen Aufpreis bekommen Käufer beim C35 desselben Herstellers schon deutlich mehr geboten. Unser Fazit: natürlich hat jedes Produkt seine eigenen Stärken und Schwächen, sodass jeder für sich selbst entscheiden sollte, was zu einem selbst und natürlich dem eigenen Geldbeutel passt. Dafür haben wir euch alle Produkte in der Videobeschreibung für noch mehr Details verlinkt. Habt ihr euch schon entschieden oder gar schon eins der Produkte zu Hause? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns mitteilt, welches Gerät ihr bevorzugt und vor allem auch warum. Ich hoffe, dass wir euch bei eurer Kaufentscheidung ein wenig helfen konnten. Und wenn ja, lasst doch bitte ein Like da und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Das würde uns und dem Kanal wirklich weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Auf Wiedersehen.